Die Ministerpräsidenten haben mit dem Kanzler getagt und es wurden sukzessive Öffnungen beschlossen. Was jedoch vergessen wurde, sind offensichtlich die Schulen. Maskenpflicht und auch bei den Testungen dort werden Unterschiede gemacht. Die rechtlichen Konsequenzen diskutiere ich heute mit Thorsten Schleif. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass bitte ein Abo da, gib uns einen Daumen nach oben und kommentier gerne Themen, die du von uns besprochen haben willst. Thorsten, ich grüße dich. In den Schulen wird jetzt differenziert zwischen geimpft Genesenen und ungeimpften Schülern. Die geimpft Genesenen müssen sich nicht mehr testen, die ungeimpften müssen sich testen. Was hältst du davon rechtlich? Hochkompliziert. Also es ist ja sogar noch komplexer, weil ja auch die Genesenen sich testen lassen müssen, wenn die Genesung eine gewisse Zeit schon wieder vorbei ist. Also da gibt es ja auch wieder diese 3 Monate oder 6 Monate dann dazwischen, was ja jetzt momentan von den Verwaltungsgerichten auch immer angegriffen worden ist und gesagt wurde, das geht überhaupt nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Und ich halte es momentan auch für hochproblematisch, weil man ja unterscheidet zwischen frisch Geimpften und frisch Genesenen und Spätgenesenen und Nichtgenesenen. Da müsste man ja erst einmal feststellen, dass gerade Genesene zum Beispiel und Geimpfte überhaupt unterschiedlich behandelt werden dürfen. Ja, ja, also es ist eine unglaubliche Vorschrift. Überall soll jetzt 2G und 3G aufgehoben werden und es soll gelockert werden, weil man sagt, die Grundrechtseingriffe und die Unterschiede sind unverhältnismäßig und in Schulen wird es aufrechterhalten, wo man sagt, gerade Schüler sind ja diejenigen, wo wir einen milden Verlauf haben. Sogar in der Delta-Variante hatten wir einen milden Verlauf. Also meines Erachtens ist das auch ein Grundrechtseingriff in die Grundrechte der Ungeimpften, der verfassungsrechtlich äußerst fragwürdig ist. Absolut, sehe ich ganz genauso. Die Schüler waren, oder vielmehr die Kinder, muss man ja fast schon sagen, waren die Leidtragenden dieser Pandemie. Und dass gerade die vergessen werden, wenn es darum geht, Lockerungen einzuführen oder vielmehr, dass die auch wieder ganz hinten anstehen, ist eigentlich ein Unding. Da müssten sich eigentlich alle Ministerpräsidenten und auch der Kanzler hinstellen und sagen, wir müssen uns entschuldigen bei den Schülern. Wir haben das auf eurem Rücken 2 Jahre lang ausgetragen. Ihr seid die Ersten, die Lockerungen mit erfahren. Du bist auch Vater von schulpflichtigen Kindern, ich ja auch. Thema Maskenpflicht finde ich mindestens genauso bedenklich. Die Lehrer können die Maske abnehmen. Im Lehrerzimmer herrscht keine Maskenpflicht. Die Kinder müssen in den meisten Bundesländern sogar noch beim Sportunterricht eine Maske tragen. Was hältst du als Vater davon? Als Vater eine Katastrophe, weil es ist ja nach 2 Jahren haben wir noch immer keine verlässlichen Studien, die wenigstens sagen, die Maske ist geeignet, um irgendetwas positiv zu beeinflussen. Im Gegenteil, es gibt mittlerweile jede Menge Studien, gerade aus den Vereinigten Staaten, die sagen, die Maske hilft überhaupt nicht. Es gibt auch kleine Studien, die sagen, die Maske hilft was. Aber nach 2 Jahren müssen wir doch in der Lage sein, eine Metastudie zu machen, die uns auch genau sagt, bringt das überhaupt was? Und die Nachteile müssen wir doch auch nochmal abwägen. Also diese Rückatmung, die Kohlendioxid, Rückatmung, die entsteht, die Möglichkeit, die entsteht, weil wenn ich die Maske runter und wieder raufnehme, gerade mit schmutzigen Händen, dass ich mir eine bakterielle Infektion einhole, die muss berücksichtigt werden. Das ganze Psychologische muss berücksichtigt werden. Ich habe da wenig Verständnis für. Also die Argumentation ist ja, man will den Präsenzunterricht aufrechterhalten, dann möchte man halt alles dafür tun. Meine Tochter, die aufs Gymnasium geht in die 9. Klasse, berichtet, sie friert sich den Hintern ab in der Schule, weil immer wieder aus Hygienegründen gelüftet werden soll. Dann sitzen die da mit Maske, mit einer Thermoskanne voller Tee und mit einer dicken Jacke in der Schule. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Das kann ja auch kein Präsenzunterricht sein, der irgendwie einen pädagogischen Mehrwert hat. Nein, nein. Ich habe sogar das große Gefühl, dass wir da extreme Leistungseinbußen auch noch verzeichnen werden, die auf diese, ja, auf dieses Wirrwarr, diese Gemengelage von wir wissen nicht genau, was wir tun, also tun wir irgendwas, zurückzuführen sein wird. Dazu kommt ja noch in den Schulen, dass gerade viele Lehrer sich derzeit Arbeitsunfähigkeit melden. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die gehen in die Arbeitsunfähigkeit. Andere sind sowieso krank und haben vielleicht auch eine fragwürdige Einstellung zum Beruf. Das heißt, wir haben riesengroße Ausfallquoten auch in den Schulen. Und die, wobei die Lehrer meines Erachtens da ja weniger massiv mit Corona-Maßnahmen bedacht werden als die Schüler. Also von daher, der Zustand unserer Schulen, den finde ich äußerst bedenklich. Aber jetzt nochmal ins Juristische.
Was könnte man denn machen, um gegen so eine Maskenpflicht vorzugehen? Ganz klar klagen. Das ist einerseits ist natürlich jede Maskenpflicht ein Eingriff in Artikel 2 des Grundgesetzes. Also die Schüler werden massiv in ihrer Handlungsfreiheit beeinträchtigt. Und darüber hinaus haben wir, was die Testungen angeht, gegebenenfalls auch noch einen Eingriff in Artikel 3, den Gleichbehandlungsgrundsatz. Sehe ich auch so. Deswegen haben wir damals ja die Normenkontrollverfahren eingeleitet. Vor anderthalb, zwei Jahren gab es das Weimarer Maskenurteil, was der hohe Wellen schlug. Schauen wir mal, wo es hingeht. Was glaubst du, was ist deine Prognose? Wo gehen die Maßnahmen, wo gehen die Entwicklungen in den nächsten Wochen hin? Wird es alles easy werden in Deutschland ab Mitte März oder was prognostizierst du? Es hätte eigentlich schon längst alles easy werden müssen. Wir Deutschen hängen mal wieder im internationalen Vergleich komplett hinterher und halten uns auch noch für die Klügsten und sagen, wir sind die Einzigen, die es richtig machen, alle anderen machen das falsch. Muss aber bedenken, auch die anderen haben sehr kluge Leute, auch kluge Wissenschaftler, dass wir wieder die Einzigen sind, die den Königsweg gefunden haben, das bezweifle ich doch sehr. In diesem Sinne, ich danke dir. Wir sehen uns vor Gericht.